in 5 Jahren von Deutschland nach Japan. 2019 haben wir für unseren Traum, unsere Heimat und alles andere hinter uns gelassen. 3 Jahre und 20 Länder später erreichen wir Pakistan und haben immer noch die Hälfte der Strecke vor uns. Das war das Schlimmste, was wir bis jetzt hier gemacht haben. Das jahrelange Radreisen bei jedem Wetter, durch die Wüste oder über die höchsten Pässe der Welt ist nicht immer einfach. Dieses Abenteuer ist noch lange nicht vorbei. Es ist erst der Anfang einer langen Reise, die bereits jetzt unser ganzes Leben veränderte.